Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Es steht nur noch eine hypothetische Route an. Die letzte der Story-Routen. Das Ziel, wir müssen keine Schlacht mehr machen, die vorher stattfindet. Die haben wir schon beim ersten Mal alle mitgenommen. Kurz die wichtigsten Sachen, glaube ich, bei denen, die man erwähnen dürfte, sind einmal, dass Guai seine Schlacht, in der er damals gestorben ist, überlebt hat. Was wahrscheinlich sehr relevant werden wird. Und dass Wen Yang sich bereits früher angeschlossen hat, da wir beim ersten Encounter schon überzeugen konnten, dass sein Vater nicht unbedingt das Wahre ist. Dazu haben wir auch noch eine Szene, die sich lohnt. Die schauen wir uns auch eben an, wenn ich sie dann finde. Hier. Learn your place, imbecile. So, what shall we do with him? First, let's hear what he has to say. Execute him. Isn't that right, my lord? Now hold on just a minute. Take him away. My lord, those in power must make tough decisions. Cruel or severe though they may be. Visualize your goal, deliberate, and decide. The time for thinking things over at your leisure has come and gone. Ab jetzt dürfte neue Kram kommen. His arrogance sowed seeds of discord. My father strayed from his path. But I, too, failed to make him see that. He was my father, and I could not pass judgment on me, too. I cannot be forgiven for this. But you came to see this by yourself, right? Then don't throw your life away. You can come with us instead. My lord! That is my decision. Also die Kernpunkte dürften sein, Guai lebt noch und Wen Yang ist früher dabei. Und jetzt können wir direkt in die hypothetische Route von Jin starten. Vielleicht jetzt schon mal im Vorfeld. Ich werde, glaube ich, das LP danach erstmal pausieren eine Zeit. Weil wir dann ja alle Story-Sachen gemacht haben. Ne? Wir haben dann die kompletten hypothetischen Routen von allen Fraktionen gemacht. Was wir noch nicht gemacht haben, sind die Extreme Legends, diese extra Missionen, die dazugekommen sind durch die Erweiterung. Die würde ich ja nochmal separat irgendwann aufnehmen und uploaden. Als Fortsetzung sozusagen irgendwann. Kann Monate dauern, kann auch kürzer sein, kommt drauf an. Aber ich habe so viel Eigeninteresse daran, dass ihr euch eigentlich davon ausgehen dürft, dass es auf jeden Fall auch noch kommen wird. Gut. Ja, wie gesagt, storytechnisch haben wir dann ja alles gemacht und das ist erstmal das Relevanteste. Also storytechnisch bezogen auf die Zeitlinien und die Storylines. So, aber wie gesagt, da ich erstens diese Mission noch machen will, werde ich die auch noch irgendwann aufnehmen, nach einer Pause, und vielleicht noch mal ein paar Waffen farmen, mal sehen, mal gucken. So, dann jetzt die letzte hypothetische Route, da das auch geschichtlich die längste nach hinten gehende ist und in gewisser Hinsicht das Ende des Spiels auch darstellt, macht das auch Sinn, die jetzt zu machen. Das war die Schlacht, wo Sima Zhao seinen Bruder Sima Shi, dieser Vater, Shi, verloren hat, das weiß ich noch. Wir hoffentlich auch noch. Ich schätze mal, dass genau das jetzt verhindert werden kann. Und dass das etwas verändern wird, aber wir werden ja sehen. D.
Den unter Sima Shi dienenden Offizieren gelang es, den Anführer der Rebellen Guan Qiujian zu töten. Dem anderen Rebellenführer Wen Qin gelang es jedoch zu flüchten und unterzutauchen. Währenddessen kapitulierte Wen Qins Sohn Wen Yang vor Sima Shi. Der Aufstand in Zhoushun wurde vorerst niedergeschlagen. Sima Shis jüngerer Bruder Sima Zhao lernte viel in dieser Schlacht. Der Armee seines Bruders, wie er versuchte, Großes zu verbringen, die Worte seines Freundes, der ihm beim Regieren des Landes helfen wollte. Er war gezwungen, diese Worte zu akzeptieren und musste entscheiden, wie er weitermachen würde. Ohne seinen zukünftigen Weg vor Augen brach Sima Zhao nach Luoyang auf. Doch ihm blieb nur wenig Zeit zum Nachdenken, denn bei Xu Shang bekam er Schwierigkeiten. Wen Qin wollte sich für seine Niederlage rächen und unternahm einen Überraschungsangriff, der die Armee des Sima-Clans teilte und in Bedrängnis brachte. Unter diesen sich schnell ändernden Bedingungen bereitete Sima Zhao, Wang Qianqi, Jiang Kong und Zhu Gedan auf die Schlacht vor. Ja. Ich schätze, wir spielen mal Zhu Gedan, der ist am längsten her von denen. Ja. Und Zhu Gedan ist einfach ganz cool. Wir haben Gott sei Dank auch schon zwei Ebenholz-Starkstöcke Ausguss gehabt, das ist gut. Fähigkeiten müssen alle stimmen, ja. Okay, dann starten wir jetzt den letzten Abschnitt. Die letzte Story am Stück. I carry the pride of my entire clan with me. Give it up. Do you really think I have the time to waste on the likes of you? The arrogance! The tyranny of the Suma ends here! Tyranny? I see. So that's how you see it. Nonetheless. That is the path I must take, to test the will of the heavens. Yeah. Okay, everyone's here. What's going on? I thought it was under control. One battle is not enough. If there are any sparks left, they will soon flare up again. My lord. Mm-hmm. I don't want to alarm you, but... Brother. My lord. Wen Yang. Thank you for leading the vanguard. Those men, they are my fathers. Ah. I see. I appreciate that it is asking a lot. But please, let me go and see my father. I need to confirm his intent. See if he has any pride left as a warrior. Ja, sein Auftauchen war hier wieder neu jetzt, also wird er wohl auch der Schlüsselcharakter sein. Gu Hai ist aber auch hier, was mich sehr freut. Als Favorite Character. Ich weigere mich zu sterben, bevor ich gesehen habe, wie Lord Sima Shi sein Königreich gründet. Er darf einfach nicht vor mir sterben. Das werde ich nicht zulassen. Gut. Ich kann mir so loslegen. Das wäre die alte Storyline, das ist die letzte neue. Ich bin gespannt. Ich kenne alle Strategien meines Vaters viel zu gut. Bitte lasst mich seine Pläne durchkreuzen.
Du bist sicher, dass du Simaji retten kannst? Nun wohl, dann werde ich dir mein Vertrauen schenken. Danke, mein Lord. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Simaji retten. Ihm wurde der Weg abgeschnitten. Yuanji and I will look for my brother inside the castle. Jiaqiang, you and Zhuge Dan repel any enemy attacks. Please be safe, brother. Without you, I... Stay strong, Master Zhao. You are the leader of this army now. Wen Qin is an imbecile who refuses to admit his own shortcomings, needlessly thrusting the land into chaos. Master Suma sure is the one who saved me, stubborn as I was. Now it's my turn to save him. You performed great as always. There was no need for my strategy. My father plans to deal with the enemy on multiple fronts. Should one of them fail, there is always a backup. We start by dealing with the first wave of attacks from the southeast. Then we can turn to the next attack. Such a fine display of skill. I have much to learn. Surely I shall prove my worth on the field of battle. Brother, why are you going over there? Have you betrayed Father and I? Brother, what our father is doing is wrong. This is our chance to make it right. My brother tells me that my father is wrong. I don't know who to believe. Trust me, brother. Our father's cause is no longer just. Father's second wave of attacks should be coming from here. You should prepare yourself for them, Master Sha Boba. I just need to wait here until the enemies show up, right? No problem. Leave it to me. Slowly but surely, I shall prove my worth on the field of battle. The second wave of attacks should be coming from around here. Would you take charge of this area, Master Guo Huai? Very well. I shall fulfill my duty, even if it costs me my life. My father will attack from the east next. Let's head that way and try to stop the assault. I see you're not as bad as you look. Why do you have to cross blades, brother? I don't understand what you're thinking. I simply follow the path I believe to be right. Do you think your current path is the correct one? What should I do, brother? I can't betray our father and everyone else. I am doing what I believe to be correct. I'm not betraying our father. I'm simply taking a different path. This is the final showdown. All units, prepare to overwhelm the enemy. We refuse to tolerate any more oppression from the Suma clan. Everybody, attack!
just as I expected. Everyone who was on standby should now commence the counterattack. Brother, I was wrong all this time. Please allow me to fight alongside you from now on. There's no need to apologize. Now, let us act together in support of the Suma clan. That should be the end of my father's attacks. Let's join the search for Master Suma Shur. It doesn't look like Master Shur is in this area. Where could he be? Somebody, help me! Master Zhao, there are some people trapped here. We should help them. Yes, we should. Then we can ask them if they know anything about my brother's whereabouts. You performed great as always. There was no need for my strategy. Thank you. Tell me, have you seen my brother anywhere? I saw Master Suma Shur heading north. He didn't look very well. Once again, you prove to us all why you deserve your status. Perfect timing. I was looking for an opportunity to test my new tactics. Look, it's Master Shur's bodyguards. However, I don't see Shur himself. It's his bodyguards. My brother must be close at hand. Let's deal with the enemies in this area. One of them must know where my brother is. How could my tactics fail like that? Slowly but surely, I shall prove my worth on the field of battle. Stand your ground! Feel the power of my lightning! I'm sorry, Master Suma Zhao. We couldn't help Master Suma Shur. Save the apologies for later. Where is my brother? He escaped to the garden in the north. He might still be there. The garden? Then we'll cut through the castle. Hang in there, brother. Is this the end for me? Am I destined to never realize my ambition? Sure, finally! And you appear to be unharmed. Hold tight, I'm coming to save you. Oh, that's Master Suma Shur over there. Quickly, we have to help him. All of my assault units have been destroyed. They're useless. I'll have to show him how it's done. Master Suma Shur, you're unharmed. What wonderful news. I'm still alive. I have all of you to thank for it. The rebel leader is on the move. Let's go, everyone. We shall defeat him and put an end to this chaos. Most impressive.
I am pleased with all your efforts, Guo Huai. But are you okay? There's no need to worry about me. I intend to live long enough to see the land Master Suma Shur creates. I knew you were destined for greater things than to die here, Master Suma Shur. Brother, for a moment there, I was worried what would become of you. I am happy to see you safe, Master Suma Shur. I am relieved to simply see your face again. You're just a gang of ruffians. I'll take care of you. You are traitors who threatened the Emperor out of your lust for... Never. Never. I will not die like this. Father, enough! You have stepped too far off the true path. Curse you! You would lecture your father? Have you no gratitude? Let go of me! No! Let me go! Farewell, father. Wen Yang. You saved me. I am grateful to all of you. Our triumphant destiny has been preserved by your actions. Brother, you're injured. I am fine. We have not finished yet. By our own hands, this land shall be righted. Sima Zhao kämpfte tapfer und wehrte den Angriff von Wen Qin in der Nähe von Xushang ab. Obwohl Sima Shi vom Feind umzingelt war, konnte er mit leichten Verletzungen entkommen. Nachdem Sima Shi Wen Qin während der Schlacht gefangen genommen hatte, ließ er ihn nach seiner Rückkehr nach Luoyang hinrichten. Das Schicksal Wen Qins sollte allen Anwesenden zeigen, was mit all jenen passieren würde, die sich gegen den Sima-Clan stellen. Das Königreich Wei wurde so als Fundament für Sima Shi befestigt. Es sollte ein Reich werden, dem der Sima-Clan oder besser noch nur die... Ich hoffe, es schnell lesen können. Gemeinsam sollen sie dies auf das gesamte Land ausweiten und so eine neue Ära einleiten. Sima Shi war überzeugt, dass er eine grundgegebene Aufgabe hatte und brach auf, um sein Ideal zu verwirklichen. Als würde er es seinem Bruder gleich tun wollen, versuchte Sima Zhao nicht, seine Ziele umgehend zu verwirklichen. Und gemeinsam mit den zwei Brüdern wollen die Helden eine neue Ära für das Land einläuten. Das Chaos beenden und die Zukunft bestimmen. Die nächste Generation hat ganz deutlich eine bessere Morgen vor Augen. Ich lese das so schnell und falsch, weil besser, ich lese es irgendwie als gar nicht. Es ist einfach so kurz da. Manchmal ist es auch länger da. Ja. My lord, how is your wound? Calm yourself. It is little more than a scratch. Brother, what's that? This wound symbolizes my weakness. It can't be undone, nor can it be forgotten. But it is over. This mask is my vow to move on. That's funny, Zhao? No. It suits you. You really are a strong man. Destiny is with me. Wei has been put in order. Now we shall conquer Wu and Shu, and put an end to this war perpetuated by imbeciles. Look, my lord, you made the right decision. I did.
Good. Sure. Zhao. The two of you are my pride and joy. Come, my talented comrades. We will overcome our enemies and claim this land. Die von Sima Shi angeführte Wei-Streitkräfte gerieten in der Nähe von Xushang in einen Hinterhalt von Wen Qin. Auch wenn er kurzzeitig Schwierigkeiten hatte, so konnte er sich doch dank der Schützung von Sima Zhao und den anderen zurückziehen. Die Gruppe kehrte siegreich nach Luoyang zurück. Durch die Niederschlagung des von Guan Yang und Wen Qin angeführten Aufstandes wurde die Sima-Gegner innerhalb von Wei ausgelöscht, keine Ahnung. Folglich etablierte sich Wei in eine starke Position mit Sima Shi als Anführer. Sima Shi verbrachte die nächsten 4 Jahre damit, die nächsten Militärkampagnen vorzubereiten. Als der lang erwartete Moment endlich kam, mobilisierte er eine Armee, um sowohl Shu als auch Wu anzugreifen. Sima Shi befahl seinem Bruder Sima Shao, sich um die Wu-Streitkräfte zu kümmern, während er selbst gegen Shu kämpfte. Entschlossen, die Shu-Hauptstadt Chengdu zu erobern, nahm er Position in Hanzhong ein. Mit dem göttlichen Willen auf seiner Seite wurde Sima Shi von Gu Huai, Deng Ai und Xiaoba unterstützt. Würde er Kampfgeist gegen diese Helden im Krieg mit Shu endlich ein Ende setzen? Ah, wie sollen wir da nächstes Mal picken? Ich meine, ich würde zwar gerne, aber nein. Wir dürfen nicht zu gierig sein. Ich darf nicht zu gierig sein, andere Gu Huai picken. Wobei, ist Gu Huai nicht uns sogar am längsten her? Sima Shi könnte auch sehr lange her sein. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier länger her ist, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Wir haben auf jeden Fall alle mal gespielt, das weiß ich. Mit 100%iger Sicherheit. Ich glaube, ich nutze die Chance, Gu Huai nochmal zu spielen. Weil wir haben auf jeden Fall jeden von den einmal gespielt. Okay. Ich danke fürs Zusehen. Und nächstes Mal geht's dann weiter mit der letzten hypothetischen Route, der von Yin. Bye, bye.